Sorry, dass gestern kein Video kam. Ich hatte einen wichtigen Termin in der Stadt. Mit einem Eisbecher. Meins ernst. Das ist der Grund. Aber es wird euch zumindest freuen, dass ich die ganze Angelegenheit recht einfach gestaltete. Guten Tag, schöner Mann. Was darf's denn sein? Hey. Och, ich hätte gern einmal den FNAF-Becher, bitte. Ist leider aus. Oh, schade. Gute. Dann nehme ich den Schwarzwälder Kirschbecher. Aber ohne Schokosoße, ohne Sahne, ohne Waffeln, ohne Obst und ohne Eis. Also ein Kirschlikör. Ja. Warum das heutige Video später kommt? Weil ich einen wichtigen Termin hatte in der Stadt. Bei der Black Lives Matter Demo. Aber ist ja nicht schlimm, weil ihr wart ja auch alle da. Nicht wahr? Jetzt mal for real, ich find's wichtig, auf zumindest irgendeinen Weg Solidarität zu bekunden, gerade bei diesem wichtigen Thema, und deswegen werde ich mich jetzt auch nicht entschuldigen. Aber Leute, jetzt bin ich hier. Und ihr wisst, welche Zeit es ist. Wir spielen jetzt hier und heute nämlich Siren Head Retribution und das soll echt blitzgeil sein. Let's go. Oh, fancy. Ihr dachtet, ihr wärt bloß im Menü, aber eigentlich seid ihr schon die ganze Zeit im Game. Was ein Plot-Twist. Ich sollte mich mit Dan und Riley in der Station treffen, um zu schauen, was Reparatur benötigt. Im Zweifelsfall meine Arbeitseinstellung. Oh, ich bin der Mechaniker, ja? Ich bin hier für die Mechaniken zuständig. Ich sehe dich! Ihr dachtet, das sei bloß ein Radiolautsprecher, aber eigentlich ist es schon die ganze Zeit Siren Head. Seine Tarnung ist auf jeden Fall aufgeflogen. Der Mann mit dem großen Schraubenschlüssel ist da. Oh, ich werde hier richtig einen wegtuggeln. Das kannst du aber wissen. Wo ist jeder? Warum ist der Strom aus? Und warum liegt hier Stroh rum? Der Generator in der Garage muss wieder die Sicherung rausgehauen haben. Oh. Ich frage mich, was dieser Schalter macht. Ich muss den Generator starten, bevor ich den Hauptstromschalter betätige. Ich soll mich in der Garage umsehen, wenn ich richtig liege. Yo, habt ihr auch das Gefühl, dass ich aus irgendeinem Grund sehr, sehr arg dazu angetrieben werde, in die Garage zu gehen? Wetten, da hat irgendwer eine versteckte Kamera und ein Hundehäufchen für mich bereitgelegt? Die wollen doch nur, dass ich das tue. Ich, Daniel Carter, erkläre hiermit feierlich, dass ich vor Langeweile gestorben bin. Same. Hier ruft niemand mehr an, mein Walkman ist kaputt gegangen, es ist 1988. Ich kenne die Lösung für deine Probleme, Mann. Abonnier mich doch ganz einfach auf twitch.tv/sethletsplay, du wirst für immer glücklich sein. Alternativ, spiel eine Runde am Schniepel rum, kommt aufs Gleiche hinaus. Oh, Ranger Station Radio Transkript. Das ist eine Aufzeichnung von einem Anrufer. Hey, ich glaube, mich verfolgt irgendwer. Was ist Ihre Location, Sir? Wer folgt Ihnen? Ich habe sie nicht gesehen, ich kann sie nur hören. Merkwürdige Dinge draußen in den Wäldern und schwere Fußschritte. Es ist groß, wirklich, wirklich groß. Oh, Baby! Wisst ihr was? Ich habe zwar neue Schuhe an, aber ich gehe jetzt in die Garage. Du bleibst gefälligst da stehen, wo du stehst. Aha. Sieh mal einer an. Was ist das denn hier für ein Schrotthaufen? Oh, To-Do-List. Das Lenkrad wieder dran bauen, die Batterie ersetzen und auftanken. Oh, das muss ich doch bestimmt machen, oder? Das steht da nicht für umsonst. Alright, ich gucke mal. Hier ist der Generator. Das sieht aus wie Sicherungskasten. Ja, die ist kaputt gegangen. Ich habe noch ein paar extra im Kofferraum meines Vans. Alright. Oh, Gord. Können wir das hier alles aufnehmen? Oh, Repair Lock. Was ist das hier alles? Brauchen wir das? Nope. Schaut euch das mal an. Moment mal, hier hängt ein kleiner Zettel. Riley, hast du die Leiter zurück in die Hütte gebracht? Ich weiß, dass du sie brauchst, weil du klein bist. Schätzungsweise 1,60. No front! Aber die andere ist drüben bei den Wassertanks. Oh, Barn, das ist wahrscheinlich der Shed. Da ist eine Leiter. Das ist alles nicht für umsonst. Wir sollten uns das merken. Was sind die Fragezeichen? Verschiedene Locations? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen bestimmt irgendwas absuchen. Wetten, wir müssen das Auto in Schuss kriegen, weil irgendwas Schreckliches gleich passieren wird. Oh Mann, Alter. Ich hab's schon alles rausgefunden. Cool. So, hier hast du jetzt gesagt, hast du Sicherung mitgebracht. Ah. Fragt mich bitte nicht, warum ich diesen Schrotthaufen oder irgendjemand das wieder in Schuss kriegen wollen sollte, aber ich schätze mal, wir haben irgendwann keine andere Wahl. Cool. Yo, die Bude brummt wieder. Jetzt kann ich den Hauptstromschalter in der Station betätigen. Hell yeah, baby yeah. Let's go. War das die richtige? Ah! Oh Gott, was war das? Nun,
Das würde ich mich auch fragen, wenn ich nicht auf den Titel dieses Spiels geguckt hätte. What? Mein Fan! Was ist hier draußen mit mir? Und es mag keine Kleintransporter. Yo, das Ding ist weg! Ich hab's euch gesagt! Ich hab's aktiviert! Ich bin schuld! Boah, ist das cool! Ich meine, oh. Ja, das ist in der Tat ein Problem, weil ich komme hier nicht mehr weg. Wenn ich nur eine Leiter hätte, dann könnte ich zu meinem Van kommen. Und dann hast du da irgendwie Duplo im Handschuhfach vergessen, oder was? Oh, für die Batterie! Natürlich müssen wir das Auto in Schuss bringen. Und wir haben auch den Zettel gelesen. Die Leiter ist im Barn, in so einer Hütte. Ich höre Sachen. Okay, wir müssen rausfinden, wo die Hütte ist. Das war hier lang, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir nicht sicher. Was ist das hier? Achso, ein Stamina-Balken. Der ist aber ziemlich dominant, muss ich sagen. Relativ aufdringlich. Hold Shift to run. Stamina does not recharge? Was? Ich habe nur diesen Balken und dann ist Feierabend? Was bin ich für eine Couch-Potato, Alter? Oh, Moment mal. Da oben. Da oben ist eine kleine Hütte. Oh, da steht auf jeden Fall eine Leiter. Ja, und das sind die Wassertanks. Gut. Das war jetzt auch nicht so weit entfernt, wie befürchtet. Aber gut, ich habe zumindest eine. Oh Gott, kann ich das jetzt bitte hier abstellen? Ja, dankeschön. Komm, mach hinne. Ich brauche die Batterie. Gib. Schnell. Okay, und jetzt nichts mehr zur Garage. Immer eins nach dem anderen. Die Wetten, der wird mit jedem Teil aggressiver. Was soll ich denn überhaupt machen, wenn er hier ist? Als ob mich diese Hütte hier schützt. Der ist da direkt in Richtung Garage. Moment mal. Ich muss den mal sehen. Der ist da. Ich hoffe, ich bin hier irgendwie halbwegs safe. Okay, hier ist die Batterie. Der ist hier. Der ist direkt hier draußen. Da hinten. Alles klar. Warte mal, wo ist die Karte? Die ist hier. Teile, die ich brauche, sind wahrscheinlich hier zufällig in den Locations. Ich gehe einfach mal in diese Richtung und suche das. Ich laufe ihm direkt in die Arme, oder? Oh Gott! Wo ist er? Ma! Ich darf noch nicht rennen! Er ist hier. Er ist hier in diese Richtung. Okay. Was? Er ist da! Moment, 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 Moment. Alter, was sagt er da? Da ist eine Hütte. Ich gehe da hin. Ich hoffe, da bin ich irgendwie safe. Der ist weg. Warum ist der da? Es gibt mehrere. Alter. Okay. Oh, hier ist das Benzin. Okay, ich muss zurück. Boah, ist das gruselig. Hau ab. Ich warte jetzt hier, ey. Mein Gott. Okay, ich muss zurück. Der ist hinter mir. Der ist hinter mir und ich habe einen kleinen Vorsprung. Das ist zu dicht. Zum Glück sehe ich den Turm von so ziemlich überall. Oh, renn! Renn! Oh Gott! Ich habe nicht so viel Stamina! Aber ich muss weg! Okay, noch ist er ziemlich lame. Ich glaube, das wird nicht lange so sein. Oh, lass mich rein! Ich sehe ihn nicht mal. Alter, okay. Moment, ich habe zwei Teile. Wait, da ist doch ein Lenkrad. Ach, Teile, ach so, ah. Ich gehe jetzt einfach hier lang und guck, ob ich da vielleicht noch so eine Hütte finde. Das sind kleine, Ah! Oh Gott, nein, 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 das ist Rückzug. Das ist, eine relativ schlechte Ausgangsposition. Vielleicht reden wir noch mal drüber, wo du dich aufhalten darfst, Mr. Sirenhead, Sir. Sonst bekommst du nämlich Sturmarrest. Ja, genau so sieht sie mich aus. Und der traut sich hier nicht rein, Alter.
Die Garage ist zick. Ich habe das Gefühl, egal wo ich hingehe, der ist immer da und der wird nicht aufhören. Das heißt, wenn ich jetzt die anderen abklappere, dann ist er wahrscheinlich auf einmal vor mir. Nützt es was, wenn ich meine Taschenlampe ausmache? Der hat halt keine Augen. Warum ist er... Warum ist er da? Das macht keinen Sinn. Da hinten seht ihr das? Da werde ich jetzt hingehen und nachschauen, ob ich da einen Reifen finde. Er ist dort. Aber darauf kann ich mich nicht verlassen. Ich sehe den nämlich nicht. Das könnte auch alles ein Trick sein. Doch, ich sehe ihn. Er hat mich noch nicht bemerkt, oder? Alright. Was haben wir hier? Hier ist ein Reifen. Yes. Ich bin genau zu den richtigen gegangen. Jetzt muss ich es bloß noch zurückschaffen. Und oh mein Gott, das wird schwer. Ich habe nur noch ganz wenig Stamina. Und ich muss mir die bis zum Schluss aufbewahren. Jo, habt ihr das gehört? Ey, wie die mit den Sounds gearbeitet wird, das ist mega amazing. Man hat den Eindruck, der teleportiert sich hier super fix von A nach B. Ich geh in die Richtung. Immer weiter voran. Ich bin langsamer wegen dem Reifen. Oh! Der ist hinter mir. Der ist hinter mich gespawnt. Das ist so gemein. Okay, ich werde noch nicht rennen. Ich werde mir das aufbewahren. Jetzt werde ich rennen. Jetzt werde ich sowas von rennen. Oh mein Gott. Mach hin. Ich kann nicht schneller. Ich kann nicht schneller. Ah, Hilfe. Nein. Ich weiß, es sieht aus wie ein Snack, aber... Yikes. Das ist ja viel zu krass. Ey, es ist wirklich mega schwer. Was ich mich frage, sind diese Teile, die man benötigt, um das Auto in Gang zu kriegen, immer in den gleichen Locations? Und sind die schon gespawnt? Weil dann könnte ich ja, zumindest bis auf die Batterie, schon mal das Zeug holen, oder? Und vorbereiten. Moment mal. Ich probiere das. Also man muss zumindest den Generator wieder in Schuss kriegen, sonst blockt einen so eine unsichtbare Wand davor, in den Wald reinzugehen, was schon relativ smart ist. Okay, das Ding ist gefixt. Jetzt probiere ich mal kurz zu der Hütte zu laufen. A bit too dark to stay away from the station. Okay, ich muss es also aktivieren. Das Ding ist, es ist wahrscheinlich wesentlich smarter, erstmal den ganz weiten Weg zum Reifen zu gehen, wenn der da wieder spawnt. Diesmal werde ich darauf achten, auf jeden Fall meine komplette Stamina bis zum Schluss aufzuheben, weil das ist halt das, was man machen muss. So, ich gehe da jetzt erst hin und habe jetzt hier zum Anfang noch weniger Gefahr. Wir haben gesehen, der wird immer schneller. Jo, Siren Head ist spürbar noch überhaupt nicht da. Man hört ihn nicht, man sieht ihn nicht. Der Reifen liegt hier auf jeden Fall wieder. Und es geht los, sobald ich den nehme. Die Frage ist, wird er aggressiver, wenn wir die Teile an das Auto bringen? Oder wenn wir sie nehmen? Wir könnten sie ja jetzt einfach in der Garage lagern und dann alle auf einmal sozusagen dran bauen. Noch übt er irgendwo da hinten mit Thaddäus Klarinette oder so. Ich werde das Ding jetzt hier einfach hier hinlegen. Bleib bitte da. Dankeschön. Ah, das ist der Barn. Das ist diese Hütte. Moment, hier sind Fotos. Auch von Siren Head. Das heißt, Dan und Riley wussten davon? Moment, Dan, es tut mir leid. Aber ich werde es nicht zurück zur Station schaffen. Oh mein Gott. Hier haben wir die erste Leiter, die wir eigentlich finden sollten. Ich werde jetzt noch nicht die Batterie holen. Ich heb mir den kürzesten Weg zum Schluss auf. Ich gehe jetzt einfach weg. Ich hoffe, der ist nicht schnell genug. Ist er nicht. Man darf sich einfach nicht nervös machen lassen. Der verliert die Spur. Der ist noch zu lahm. Er fängt nicht an zu rennen. Und es macht einen super nervös. Der verfolgt mich. Der ist direkt hinter mir. Dass man den auch nicht sieht. Das ist so genial gemacht. Der ist nirgendwo und überall einfach. Ich habe die Leiter jetzt da dran gestellt. Habe die Batterie noch nicht rausgeholt. Das mache ich zum Schluss. Der Weg hier ist am kürzesten. Ich glaube, aus dieser Richtung hier... Oh nein. Habe ich dann irgendwo die kleine Hütte mit dem Benzin gefunden. Ich bin mir aber gerade überhaupt nicht sicher. Das sieht nicht richtig aus. Yikes. Moment. Doch, vielleicht hier. Das ist eventuell doch richtig. Moment. Yes!
Das heißt, sie spawnen immer wieder an den gleichen Punkten. Oder ich habe einfach Glück. Okay, das wird jetzt brenzlig. Der respawnt immer irgendwo anders. Vielleicht muss ich hier schon mal ein bisschen die Beine in die Hand nehmen, wenn er zu nahe kommt. Sobald der Bildschirm anfängt zu flackern oder so zu rütteln, muss ich auf jeden Fall rennen. Darunter. Okay, okay, jetzt muss ich rennen. Jetzt habe ich keine Wahl, ich muss rennen. Oh Gott! Go! 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 Nein! Der war so nah! Der war so kurz davor! Alter! Jo, ich stell das Ding hier ab und hol ganz fix die Batterie. Ich müsste eigentlich safe sein. Das ist jetzt nur ein kleiner Weg. Oh, aber er ist lang genug. Da ist er. Der kommt in die Richtung, der kommt in die Richtung. Oh, ah, habt ihr das gesehen? Der beamt sich hier hin und her, das Schwein. Okay, ich muss durchziehen. Ich muss durchziehen. Go. Komm hier hoch. Schneller. Gib das. Drück. Oh, nein, ich hab's weggeworfen. Und renn, zurückrennen. Renn, 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 renn. Schneller. Boah. Boah, Alter. Das ist zu krass. Okay, jetzt hier rum. Hier rum. Schnell, schnell da rein. Oh, ich hab's geschafft. Yes. Das ist alles noch da. Okay. So, Moment. Und den Reifen. Den Reifen hier hinten dran. Okay, Team. An die Arbeit. Und das müsste doch eigentlich alles sein. Also, wenn ich nicht mega Pech habe gerade. Ja, ist es fertig alles? Okay, sieht so aus. Let's go. Ich hab's! Du kannst vorne die Motorhaube auch schließen, dann siehst du, wo du hinfährst. Just say, ist so ein allgemeiner Tipp, wie man leicht nur durchs Leben kommt. Oh, das klingt gut. Die Bude läuft. Ich weiß nicht, für wie lange ich gefahren bin. Und wahrscheinlich auch nicht, wohin. Je weiter ich fuhr, desto mehr glaubte ich, ich habe irgendwas vergessen. Vielleicht die Motorhaube zu schließen. Es wird nicht lange dauern, bis ich wieder Zivilisation erreiche. Weg von dem hier. Glaubst du das echt? Freu dich mal nicht zu früh. Weg von ihm. Yikes. Ah, oh Gott! Das war so klar. Ich hab mich trotzdem erschrocken. Was? Game over? Ich hab das schlechte... Es gibt drei Endings? Holy Christ! Wie krass ist das denn? Okay, wow. Ich glaube, da muss ich nochmal reinschauen und herausfinden, wie man die anderen Endings erreicht. Lasst mir dafür auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, Freunde. Das Game war amazing. Das beste Siren Head Game, was bis jetzt rausgekommen ist, was wir bis jetzt gesehen haben. Also ich empfand das zumindest als solches. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt. Wenn ihr was wollt, dann müsst ihr... Also wenn ihr was... Wenn ihr was... wollt, dann müsst ihr es auch echt wollen.